Was tun bei Starkregen? Bei Starkregen treten innerhalb kürzester Zeit große Niederschlagsmengen auf. So wie im Juli 2021. Während sonst zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im gesamten Juli durchschnittlich 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, waren es nun stellenweise bis zu 150 Liter innerhalb eines Tages. Starkregen kann überall auftreten und zu schnell ansteigenden Wasserständen, Überschwemmungen und lebensgefährlichen Sturzfluten führen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich bei Starkregen schützen können. Erstens. Wie sorge ich vor? Informieren Sie sich. Leben Sie in einem besonders gefährdeten Gebiet? Viele Kommunen bieten Starkregen-Gefahrenkarten an, die Sie auch online abrufen können. Grundsätzlich gilt jedoch, Starkregen kann überall zur Gefahr werden. Verfolgen Sie aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen. Machen Sie sich Gedanken über den Ernstfall. Können Sie Kranke, Hilfsbedürftige und Haustiere evakuieren? Wie kommunizieren Sie innerhalb der Nachbarschaft, wenn Telefon und Handy ausfallen? Haben Sie Notzeichen verabredet? Bereiten Sie ein Notgepäck mit Dokumentenmappe vor. Legen Sie nach und nach einen Vorrat an Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln und wichtigen Gegenständen an. So sind Sie versorgt, falls Sie Ihr Zuhause nicht verlassen können. Wenn Sie ein Haus besitzen, können Sie auch bauliche Vorkehrungen treffen. Infos dazu gibt's auf unserer Internetseite. Zweitens. Was tun bei einer Warnung? Starkregen wurde angekündigt. Was nun? Folgen Sie den Anweisungen der Behörden und bereiten Sie sich vor. Überprüfen Sie Notgepäck und Dokumentenmappe und halten Sie beides bereit. Dichten Sie Fenster, Türen und Abflussöffnungen ab. Denken Sie an die Stromschlaggefahr. Schalten Sie elektrische Geräte und Heizungen überall dort ab, wo das Wasser eindringen kann. Schalten Sie den Strom gegebenenfalls komplett aus. Tiefgaragen können bei Starkregen zu tödlichen Fallen werden. Fahren Sie Ihr Auto rechtzeitig vor Beginn des Regens aus der Gefahrenzone. Drittens. Wie verhalte ich mich bei Starkregen? Wenn der Starkregen einsetzt, bleiben Sie möglichst zu Hause und halten Sie sich auf dem Laufenden. Meiden Sie unter allen Umständen Kellerräume und Tiefgaragen. Diese können schnell zu tödlichen Fallen werden. Befolgen Sie die Anweisungen der Rettungskräfte. Helfen Sie Personen in Ihrer Nachbarschaft, aber bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Benutzen Sie das Mobiltelefon nur in Notfällen, um das Netz nicht zu überlasten. Bei einem Notfall wählen Sie die 112. Wenn Sie unterwegs sind, meiden Sie tiefer liegende Orte und fahren oder gehen Sie nicht durch überflutete Straßen oder Wasser, dessen Tiefe Sie nicht einschätzen können. Weitere Tipps, auch zum richtigen Verhalten bei Aufräumarbeiten nach Überflutungen, finden Sie auf notfallvorsorge-bbk.de, damit Sie für alle Fälle vorbereitet sind.